Werten, Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Company of Heroes 1 Podcast mit mir, Fnatic. Wir sind hier und heute auf Wolfhese beheimatet und wir schauen uns ein Spiel an zwischen dem nördlichen Achsenteam, bestehend aus Endeffekt Delirium und Charger. Beide als Wehrmacht hier unterwegs und dem südlichen Team der Alliierten, bestehend hier aus Biaki, der als Brite antritt, und sein Mate Sergius Rex, ebenfalls als Brite unterwegs. Erstere, also unsere beiden nördlichen Wehrmachtspieler hier, sind bei den Achsenmächten zum Zeitpunkt der Aufnahme auf Position 8 der Rangliste unterwegs mit 89 Siegen zu 23 Niederlagen. Auf der anderen Seite, Biaki und Sergius Rex sind bei den Alliierten auf der Position 37 der Rangliste, 23 Siege mit 6 Niederlagen. Heißt also, von der Statistik her sind unsere beiden Achsenspieler hier die Favoriten. Schauen wir mal, ob sie der Rolle auch gerecht werden können. Die beiden hier hatten wir natürlich auch schon mal als Achsenspieler auf Lorraine. Ist noch nicht so lange her, der Podcast, wo die beiden es geschafft haben, sich durchzusetzen gegen Macaroni und Anthrax, war es, glaube ich. Einem, ja, bis zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht geschlagenen Team bei den Alliierten. Das heißt also, recht erfolgreiche Geschichte. Mal schauen, ob sie hier auch als Alliierte so stark spielen. Doppelbritten natürlich relativ unangenehm auf der Karte. Hatte ich ja auch schon mal vor noch nicht allzu langer Zeit drüber gesprochen. Hier besteht allerdings eine gute Möglichkeit, dass wir die andere Seite der Medaille kennenlernen. Und zwar ist es halt oft so, dass viele Spieler die These vertreten, dass Briten ja so total overpowered sind, dass Briten total scheiße sind und dass Briten alles verdient haben, und ja, im Endeffekt wird dadurch gerechtfertigt, dass man gegen Briten schlicht und ergreifend alle Register zieht und ja, ausprobiert, was eben so alles möglich ist. Das führt dann natürlich auch dazu, dass man selber an einen Punkt kommt und auf eine Art und Weise spielt, die vielleicht ein bisschen fragwürdig ist. Vor allem, wenn man das Ganze dann in dieser Form rechtfertigt, dass man ja nur so spielt, weil die Briten ja so böse und OP sind. Also ja, ich finde es mitunter ein bisschen fragwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. Die populistische Ansicht ist ja eine andere. Hier unsere erste Gefechtsführung, Volksgrenadiere zum Start von Charger, die Briten natürlich mit ihren beiden Infanterietrupps, wie sollte es anders sein. Hier haben wir vorher noch einen Brandcarrier gebaut bei Sergius Rex und hier unten ist es ein Pionier, nicht ein Pionier, ein Lieutenant geworden, der jetzt gerade fürs Captain zuständig ist. Dankenswerterweise für die Briten ist das auf Wolfhese ja nicht so wahnsinnig viel, was man erobern muss. Vom Punktebesetzen her, einmal der Fünfer hier und der Fünfer auf der Seite, für den die beiden sich entschieden haben, hier auch eine ganz klassische Position für den Mercer. Könnte eventuell ein bisschen dicht dran sein, könnte sein, dass da ein Schuss an der Lokomotive hängen bleibt. Je nach Winkel, wo man hinschießen möchte. Muss man mal schauen. Auf jeden Fall eben das große Problem, wenn man gegen die Briten spielt. Ja, den Mercer wird er jetzt auch nicht mehr verhindern können, relativ spät gesehen. Sie können einfach mal diese beiden Punkte hier besetzen. Ins Hinterland zu kommen wird entsprechend schwierig, zumal das Hinterland so und so sehr klein ist. Also ist es erstmal für die Achsenmächte eine relativ unangenehme Situation. Man muss sich auch geistig darauf einstellen, dass man ein relativ passives, hinhaltendes, defensives Spiel spielen muss. Ja, bis man dann eben zu einem Punkt kommt, wo man sich sagt, ich habe jetzt vielleicht ein paar Panzergrenadiere mit lustigen Panzerschrecks und vielleicht sogar auf W2 und ja, kann damit ein bisschen den Briten stressen gehen und dann sogar die Trucks vielleicht direkt rushen. Lustig, dass er hier Draht baut. Okay. Und ja, hier sieht es auch so aus, als wäre das mit den Scharfschützen eine Option. Das sind nicht so ganz so wahnsinnig viele, wie er dann eben angekündigt hat, aber zumindest einer wird es mal werden.
zwei Kräder halt zum Start. Eigentlich auch eine sehr schöne Sache gegen den Brand Carrier. Man sieht auch, dass das hier sehr gut funktioniert hat. Problem natürlich auch für den Brand Carrier ist einfach, kann nur repariert werden durch den Einsatz von Munition. Was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Sollte man also ja nicht unterschätzen, wenn man der sehr viel Schaden drauf machen kann. Zumal er ja hier auch die beiden Bikes noch am Leben hat erhalten können. Was natürlich eine ziemlich coole Sache ist. Charger auf der anderen Seite mittlerweile zwei von seinen Volksgrenadieren und im Maschinengewehr. Und die Briten, ja, die verhalten sich eigentlich relativ bedeckt, muss man sagen. Liegt natürlich auch einfach daran, dass sie hier einen wunderschönen Mörser haben. Wenn man einen Mörser baut, in der Phase des Spiels entspricht das natürlich einer weiteren Einheit. Also ist die Entscheidung gegen die Einheit und für den Mörser gefallen, was hier auch viel Sinn macht. Davon mal ganz abgesehen, man sieht das hier. Man hat es eben schon beim MG gesehen, was der für einen Druck ausüben kann. Und ja, was den Verteidigungsbereich der Achsenmächte dann, der ohnehin schon klein ist, noch weiter verkleinert. Also auf jeden Fall eine nachvollziehbare Entscheidung. Aber es sieht auf jeden Fall mal nicht danach aus, als würden die beiden hier auf Blob spielen. Stattdessen bringen beide relativ zeitnah das T2. Da wird schon dann ein bisschen eng werden mit den Punkten, die man noch hier besetzen kann. Also sie spielen tatsächlich ein ziemlich passives Spiel eigentlich und der einzige Grund, warum sie eine besonders gute Map-Kontrolle im Moment haben, ist der, dass sie ihre Trucks dorthin gesetzt haben. Von der Kampfkraft her, ist eigentlich nicht so ganz zu rechtfertigen. Hier kommt jetzt ein Maschinengewehr. Weiß ich nicht, finde ich an der Stelle eigentlich ein bisschen merkwürdig, weil ein Maschinengewehr ist gerade im frühen Spielverlauf eine sehr interessante Alternative, einfach um gewisse Teile der Map komplett zu sperren, da der Gegner das ja nicht wegbekommen kann am Beginn. Der Punkt ist halt hier, was er damit schützt, ist den 5er Treibstoffpunkten, der kann so und so nicht erobert werden. Und zu einem späteren Zeitpunkt ist es eventuell nicht mehr so interessant, weil dann haben wir ja Panzergrenadiere mit Panzerschrecks, dann haben wir vielleicht Panzerabwehrkanonen und die können das Ding so und so zerstören. Also weiß ich nicht, ob das jetzt hier an der Stelle und auf dieser Karte generell so eine wahnsinnig tolle Idee ist. Hier jetzt auch nochmal ein Maschinengewehr. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen fragwürdig. So, zwei Scharfschützen und damit doch 5 T1 Einheiten. Gut, das Bike ist natürlich schnell gebaut, ist auch relativ billig. Insofern gesehen, ja, müssen wir eventuell als eine zählen. Könnte man, wenn man denn wollen würde. Sieht aber nichtsdestotrotz so aus, als würde er hier... Ich weiß nicht, er hat, glaube ich, vorhin noch irgendwas gesagt davon, dass er Blitz kriegt. Das heißt also, er geht eventuell auf T3 oder er spielt nur mit Blitzeinheiten. Das kann man natürlich auch machen. Charger hat auf jeden Fall das T2 am Start. Und das ist auch sehr interessant, wenn man sich anschaut, dass er eigentlich sehr wenige Einheiten hat. Er hat das Maschinengewehr und den Volksgrenadier Trupp 1 und den Volksgrenadier Trupp 2 und das war's. Boah, jetzt allerdings ein bisschen sehr, sehr offensiv hier. Oh, hat er allerdings den Lieutenant bekommen. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Gewinn. Immer. Verliert im Gegenzug allerdings aller Voraussicht nach eins von seinen Bikes hier, von den Krädern. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber, ja, wenn man dafür den Lieutenant ausschaltet, dann war es das Ganze sicherlich wert. Oh, und ihr könnt jetzt einen Full-Unit-Kill geben. Ja. Sehr schön, noch ein Full-Unit-Kill. Also, ja, die Briten hier doch sehr früh in der Defensive. Und das eben trotz der relativ geringen Anzahl an T1-Einheiten. Hier sieht man einfach, dass sie kaum Einheiten aufs Feld gebracht haben. Und damit dann nur dazu in der Lage sind, relativ wenig Druck aufzubauen. Zumal die Gebäude, was sie dann noch gebaut haben, hier eher einen defensiven Charakter haben. Und auch der Brand Carrier, es war ja nur einer, ist jetzt nicht übermäßig offensiv eingesetzt worden. Beziehungsweise war eben gut im Griff hier von den beiden Krädern. Ja. Ein bisschen eine merkwürdige Spielweise. Gut, auf jeden Fall jetzt Blitz. Ich habe auch den Chat nur so mit einem Auge gelesen. Vielleicht liegt es so einfach ein bisschen daran, dass man Blitz halt immer sehr gut gegen Briten spielen kann. Dass ich da irgendwas gelesen zu haben meinte. Also, es sieht tatsächlich ein bisschen danach aus, als würde er hier in die Richtung nur T1 und Blitzeinheiten spielen. Lustig, dass hier ein Veteranensternchen ist, wo weit und breit kein Lieutenant ist. Der ist, glaube ich, ach ne, der fährt hier mit.
wenn ich mich nicht täusche, ne? Oder? Ne, warte mal, das ist Abkan. Ja, das ist Abkan. Ich dachte erst, es wäre Lieutenant. Fährt natürlich jetzt ein bisschen Party mit seinem Abkan-Teil hier. Kann jetzt ja auch das MG wegdrücken. Das ist halt immer sehr, sehr gefährlich. Hier ist schon der Steward da. Und die Panzerabwehrkanone ist aber in Position. T2 war ja auch früh da und da macht sich das dann bezahlt. Hier natürlich jetzt das Problem mit den Krädern, wäre es jetzt hier so ziemlich vorbei, da lässt sich gegen so ein Teil nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Aber muss ja auch nicht, da es relativ spät kam und ja, da AT im Grunde schon zur Verfügung steht. Hier jetzt das MG verloren, das ist natürlich bitter, wird auch geklaut, was eine sehr, sehr gute Sache ist. Könnte allerdings ein Verunit-Kill geben auf dem Retreat, der zieht es auch noch nicht zurück jetzt, aber genau, die Scharfschützen dürfen jeden Moment schießen. Da ist der Schuss gefallen und da hat es mit dem Klauen nicht geklappt. Ziemlich krasse Verluste für die Briten, muss man sagen. Hier, also da ist schon einiges bei weggekommen. Und die sind im Grunde dazu gezwungen, jetzt defensiv zu spielen. Ja, zum einen natürlich deshalb, weil sie das Spiel einfach so angelegt haben, selbst. Sie selbst quasi die Entscheidung getroffen haben, auf eine gewisse Art und Weise zu spielen. Und aus der Nummer, auch durch die Verluste der wenigen Einheiten, die sie überhaupt hatten, kommen sie jetzt nur noch sehr schwerlich raus. Ja, und drei Scharfschützen, da brauchen wir uns natürlich nicht besonders drüber zu unterhalten. Immerhin bis dato noch kein Wett, weil spätestens ab Wett 3 wird das Ganze einfach nur so zum Kotzen, dass das niemand mehr als Gegner haben möchte. Aber gut. Ja, wenn sie sich jetzt dazu entscheiden, nach links zu gehen, wäre eventuell die Pack dort gut aufgehoben. Hier müsste sich jetzt eigentlich auftarnen und zurückziehen eigentlich auch, wirklich. Weil ich weiß nicht, warum er jetzt hier noch rumläuft. Da hat er eigentlich keine Perspektive mehr. Am Ende droppt er noch eine Schreck. Oh Gott. Ja. Ja. Aber schöne Bundle-Nate wiederum. Sehr, 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 sehr viel Schaden. Ja, und er zieht sich jetzt hier auch aus irgendwelchen Gründen zurück. Hätte er zumindest versuchen sollen, die zu bekommen. Ja, war natürlich zu gierig. Artillerietreffer hat er sich zwar noch zurückgezogen, allerdings nicht aufgetan, zu viele auch auf einer Stelle und dann war es mit dem Scharfschützen hinfällig. Hat er im Grunde noch Glück gehabt, weil ja, war halt einfach nachdem er aufgetarnt war, hätte er den Angriff eigentlich abbrechen müssen. Ja, ist halt leichter gesagt als getan. Ja, und die Schreck, die kann natürlich sehr störend sein. Allerdings ist hier so wenig Infanterie da und es ist auch so wenig in Sachen Offiziere da, dass es nicht zwangsläufig der Fall sein muss. Schauen wir halt mal. Jetzt auf jeden Fall schon mal ein Schuss in die Flankenposition, der undankenswerterweise abprallt. Dafür ist aber jetzt hier das MG auch gleich weg und ich würde einfach mal sagen, es hat einfach gar nichts gebracht. Deshalb weiß ich nicht, warum das jetzt hier wirklich gebaut worden ist. Ich kann mir da nicht so ganz den Reim drauf machen. Ja, zwei Scharfschützen nur noch, die sind jetzt wieder auf dem Weg nach vorne. Könnten hier die Piats abfangen, also... Oh. Wow, da sieht man die vernichtende Wirkung. Noch einer und das Ding ist weg. Aber noch einen wird er nicht riskieren können. Kratzt er ab, wenn er sich jetzt nicht sofort zurückzieht. Und das passiert aus irgendwelchen Gründen nicht. Ja, und da ist die Schreck wieder gefallen. Und dieses Mal sollte Charger die aufnehmen. Und er zieht sich wieder zurück. Ja, er mag das anscheinend nicht so, also Schreck sind nicht so seine Sache. Ah, natürlich auch sehr dicht beieinander. Ja, die Artillerie auch recht früh. Interessanterweise aber von Bjarki. Ich bin mir gar nicht so sicher, was eigentlich Sergius Rex taggt. Der hat halt einfach nur zwei Piats. Gut, das ist natürlich zum einen eine Sache, wo man drüber nachdenken kann, wegen der Stu, die tatsächlich ziemlich gefährlich natürlich ist. Auf der anderen Seite, ja, es ist halt wieder ein bisschen eine defensive Entscheidung. Was ist der Schreck eigentlich geworden? Also, liegt noch da. Er kann sie auch aufnehmen. Ja, dann hat sie mittlerweile dann zum zweiten Mal den Besitzer gewechselt. Nicht schlecht. Einmal zurückgeklaut. Hat auch noch kein KKZ bisher. Also er bringt einfach weitere zusätzliche Einheiten. Und jetzt hier in dem Fall eine zweite Stu. Ja. Also es ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel Infanterie, was die Briten hier haben. Aber die haben überhaupt nicht so wahnsinnig viel von irgendwas. Cromwell Commando Tank sieht also aus, als wollte er jetzt hier... Auch das lustig, dass er hier mit dem einen... Da wollte er wahrscheinlich cappen und zieht sich jetzt überhaupt nicht zurück.
Auch wenn da jetzt Artillerie einschlägt, das wird weitgehend ignoriert. Aber sehr schön jetzt hier ins Haus rein. Und da sieht man das schon. Ja, das Problem daran. Man fühlt sich als Brite dann natürlich verpflichtet, auch tatsächlich die Möglichkeiten der Trucks auszunutzen, sich irgendwo hinzustellen. Und das kann dann eben auch mal so enden, wie das hier gerade passiert ist. Kann dann gerade bei Doppelbriten und auf der Map hier dazu führen, dass man eigentlich zu viele Trucks hat und zu wenig Platz, um die Trucks abzustellen. Hier hinten wäre noch ein Platz, aber dann wäre ja mindestens ein Truck auf einer doppelten Position oder eben ja, auf einer Position, wo er eigentlich nicht wirklich gebraucht wird. Beispielsweise der Kühlsektor. Da muss man halt abwägen. Und ja, auch da ist die Sicherheit natürlich nicht absolut garantiert, da wir hier so lustige Sachen wie Stoßtrupps haben. Hier mischt die Artillerie mal ein bisschen mit und auch ziemlich erfolgreich, wie man sagen muss. Da sieht man auch ein bisschen die Krux an der Truck-Position. Hier vorne möchte man natürlich nach Möglichkeit nicht hinstellen, weil hier dann zum Teil auch negative Deckung ist, wo die Einheiten dann rumstehen. Man hat ein recht freies Feld, kann von 88ern oder Panzerabwehrkanonen früher angegriffen werden, kann allgemein gut angegriffen werden. Die Positionen hier hinten haben allerdings insofern gesehen den Nachteil, dass man das Haus zwar als Deckung benutzen kann, dass der Gegner das Haus allerdings auch nutzen kann, um anzugreifen. Heißt also, da setzt man einen Schrecktrupp rein und dann passiert im Grunde genau das, was hier passiert ist. Garantierte Treffer und das Teil ist relativ schnell tot. Hier ganz netter Zug mit dem Mörser. Hat mir eigentlich gut gefallen. Muss jetzt allerdings auf den normalen Modus wechseln. Tja, und die Artillerie nicht so ganz erfolgreich. Hier sieht man leider auch die Kills nicht, das ist nur schon ein bisschen ärgerlich. Zumindest ein Scharfschütze hat er ja schon abgeräumt. Aber zwei sind noch am Leben und das ist bei der Anzahl an Infanterie, die wir haben, auch ausreichend. Denn ja, es ist ja halt gar nicht so wahnsinnig viel. Trotzdem müssen die beiden Deutschen natürlich aufpassen. Ja, auch wenn das Spiel jetzt... Ja, da haben wir übrigens genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Bei einem gewissen Winkel, wenn man zu dicht dran baut, kann dann passieren, dass er gegen die Lokomotive schießt. Ja, nichtsdestotrotz, die Briten sind jetzt im Moment eher in der defensiven Position. Liegt halt, aber das liegt, würde ich mal einfach auch behaupten, maßgeblich an deren Spielweise. Und die Spielweise von den Achsen ist hier natürlich so angelegt, dass es wirklich, ja, dass ich mich als Brite tatsächlich fragen würde, ob das so sein kann, was die da machen. Und ob das, ja, ob ich da nicht gerade wegabused werde. Denn die packen hier halt einfach alles aus, was stark gegen Briten ist. Stuß, Sniper, drei Scharfschützen auch. Und das ist natürlich alles in allem ein bisschen sehr, sehr unangenehm. Man sieht das jetzt hier auch schon, wie er auf Truckjagd gegangen wird. Ja, und das wohlgemerkt gegen einen Britenspieler, der jetzt, oder gegen zwei Britenspieler, die eigentlich gar nicht so krass schlimm und böse spielen. Das ist das Paradoxe daran. Ja, hier Doppelschreck hat natürlich ein bisschen das Problemchen, dass man da auch gerne mal was verliert. Haben wir vorhin ja schon gesehen. Und hier tatsächlich noch kein Wert, also wirklich lang kein Wert gebracht, muss man sagen. Glück, dass der zweite nicht trifft. Ja, wirklich eigentlich ziemlich offensiv, muss man sagen. Und tatsächlich schon mal Wert 1 für die Stucks ist ihm hier also wichtiger. Gibt auch bisher noch keine Bunker oder sowas. Ja, also auf jeden Fall eine ganz interessante Spielweise. Scharfschützen traut er sich aber anscheinend nicht mehr so richtig einzusetzen. Wären hier natürlich auch hilfreich gewesen. Hier jetzt auch die Panzerabwehrkanone. Die hier das Haku. Ne, die nimmt gerade den Steward unter Feuer. Ja, hier wäre eventuell sogar zu überlegen, ob man nicht eine 17-Pfünder hinstellt. Wobei die natürlich wieder anfällig ist für die Kanadierer, die ohnehin schon auf dem Feld sind. Also, ja. Da sieht man es wieder. Briten einerseits eine Fraktion mit sehr vielen Stärken, allerdings auch eine Fraktion mit sehr, sehr vielen Schwächen. Ist halt zu überlegen. Ja, und die Verluste häufen sich hier. Also, bisher ist es eigentlich ein Spiel, was die Achsenmächte ganz gut kontrollieren. Das Einzige, was eigentlich nicht in ihrem Sinne verlaufen ist, dass die Briten es geschafft haben, sich hier am Anfang auf die Punkte zu setzen. Aber das kann man eigentlich sowieso nicht verhindern. Und
danach kam eigentlich wirklich gar nicht mehr so viel von den Briten. Das ist so doof, das auch klingt, aber die sind eigentlich die ganze Zeit dann jetzt wieder in der Defensive. Ja, und die eine? Ne, die Athlete, ja. Okay, hier kommt jetzt der Stacker. Gut, das ist natürlich so eine Sache. Aber auch hier kann man wieder interessanterweise dann ganz gut gegen argumentieren, indem man sagt, okay, die Briten brauchen den Stacker und einfach, weil wie sonst die Grenadiere aufhalten. Diese ganze W2-Sachen, die dann hier durch die Gegend rennen. Also es ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Deshalb... ja, also es gibt viele Leute, die das bewusst ausnutzen. Captain Price. Und die dann auch die Stärken richtig krass ausspielen, die dann auch dadurch ja, ihre eigentlich relative Spielschwäche sehr, sehr gut ausgleichen können. Aber nichtsdestotrotz sieht man hier, denke ich, auch ganz gut, dass es auch anders aussehen kann und dass es sehr schnell, dass die Grenze wirklich fließend ist zwischen von Briten ja, auseinandergenommen werden und durch unfaires Britenspiel, sage ich mal, als unfair empfundenes Britenspiel hier getroffen zu werden oder es eben selbst zu machen. Die Grenzen sind tatsächlich fließend. Interessant auch, dass er jetzt hier einen Firefly gebracht hat. Gut, es ist immer relativ einfach als Caster dann zu sagen, hä, warum? Aber wahrscheinlich rechnen sie hier dann doch mit Panzern. So, und jetzt hier die Schuss aus dem Hinterhalt, 4 Schrecks treffen und es reicht halt nicht. Und dann glaube ich auch noch ein Abpraller. Also da sieht man schon, wie das Deckhound konstruiert ist, um hier sehr, sehr exzellent gegen Schrecks zu funktionieren. Aber ja, in dem Fall brauchen die Briten das auch einfach. Und jetzt abgesehen von dem Stacker, den man ein bisschen kritisch sehen kann, haben die bisher eigentlich in meinen Augen noch nichts wirklich Böses gemacht. Aber gut. Na ja, wir zwei für die Stoß hat ja eben auch den den Captain das Leben gekostet. Wir zwei für Panzerabwehrkanonen, okay, warum auch immer. Wahrscheinlich will er dann später noch auf Stukas gehen, anders kann ich mir das eigentlich nicht erklären. Oder, ja, ach, aber auch da ist es eigentlich nicht so das tolle Wett, was man sich kaufen möchte. Ja. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, also wenn die Briten hier, ja, die machen einfach kein besonders böses, starkes Spiel, schöpfen ihre Potenziale zum abgefuckten Spiel nicht so ganz aus und trotzdem stehen sie eigentlich ganz gut da und das stellt halt wiederum auch unter Beweis, dass es einfach die Karte ist, die hier ein bisschen den Briten Vorteil in die Hand gibt. Was hier mit dem Maschinengewehr soll, das weiß auch er alleine, hoffentlich. Pack beteiligt sich hier gar nicht, was sehr schade ist. Jetzt wünscht er sich wahrscheinlich, dass die andere Pack noch mit hier drüben ist. Ja, und da wird er wahrscheinlich, also hat er jetzt das MG verloren, er wird jetzt die Pack verlieren und hat damit ganz schön gut stark Federn gelassen. Also das ist ja mit der größte Rückschlag, den die Achsenmächte bisher erlitten haben, nachdem sie die Schrecker zurückgeklaut haben. Da käme es jetzt wirklich drauf an, dass man sich das alles krallt und in Sicherheit bringt. Ja. Und das ist wahrscheinlich ein Spiel, was hier... Na, entweder wird es über Kampfkraft der Achsenmächte entschieden oder es wird entschieden über diese mittlere Siegesmarke hier. Das ist halt nicht selten der Fall. Muss man mal nachschauen. Kein Support wird wirklich. Eine sehr interessante Entscheidung. Für die Gesundheit der Scharfschützen natürlich eine etwas problematische Sache. Ah, gut. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Firefly sind ziemlich gut gegen alles, was auf einem Stück 4 Fahrgestell unterwegs ist, was dann hauptsächlich das Stück selber oder eben durch die... Nee, das Stu wäre. Also doch gar keine so dumme Idee. Tja, und da ist er jetzt schon ein bisschen festgenagelt. Hat er wahrscheinlich versucht, an die Haubitze ranzukommen. Ja, hätte er hier hinten rumgehen müssen. Oder halt die MG-Neste Feuer weghauen. Wobei das natürlich den Nachteil hat, dass der Brite dadurch noch ein bisschen Popcap mehr bekommt. Das heißt, wird man sich eventuell überlegen müssen, ob das so eine tolle Idee ist.
Jetzt hier auch die 8-8, die gibt natürlich noch mal ein bisschen Rückhalt. Ist auch ein Ziel für die Artillerie, was auch nicht so verkehrt ist. Also ja, das kann eine sehr nette Idee sein. Hier sieht es ein bisschen nach einer Feuerwalze aus, wobei mir nicht ganz klar ist, warum die jetzt hier die Botanik verwüstet. Vielleicht wollte er die 8-8 damit treffen, aber keine Ahnung, also... Er schließt sich mir jetzt nicht so ganz. Hier wäre es vielleicht ganz gut gewesen, wenn er in den Bunker reingekrochen wäre. Dann wäre das mit dem Festnageln und Niederhalten nicht ganz so einfach gewesen. Ja, was mir auch immer sehr gut gefällt, ist, dass er hier noch hingeht. Es sind halt jetzt nur 3 Manpower, aber in der Summe dann auch 6, die er dadurch gewinnt. Und das ist schon nicht so verkehrt. Warum nicht machen, wenn man die Möglichkeit hat? Also ich finde es eigentlich ganz gut. Mittlerweile auch als 2 für die Infanterie, holt sich jetzt den Tiger, der ja dann auch schon auf Wert 2 direkt geliefert wird. Ne, Wert 3, Entschuldigung, ist sogar schon auf Wert 3 gegangen. Was auch auf jeden Fall durchaus eine sinnvolle Entscheidung ist. Könnt ihr da natürlich die Infanterie auch noch hochpushen. Und wenn ihr euch zum Beispiel noch erinnert an den Cast, den wir gegen Captain Price und seinen Kollege da gespielt hatten, oh, hier wieder ein Totoffizier, dann war das eigentlich auch eine Spielweise, die ich dort an den Tag gelegt hatte, mit dem relativ blitzlastig, wobei er hier eben auf einen Tech komplett verzichtet. Abseits des Wets. Das wird ja immer so ein bisschen ausgeklammert bei Company of Heroes, obwohl es eigentlich auch eine Tech-Entscheidung ist. Hier ein bisschen weg, oh, Pech auch, also ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt daneben war oder ob er einfach nicht penetriert hat. Gut, der Grund ist nachvollziehbar, das Maschinengewehr, da wird er nach Möglichkeit nicht gepinnt werden. Oh, noch ein... Na, das war definitiv ein Nicht-Durchschlag bei der Panzerung. Das ist krass. Ah, die Briten stehen echt... Ja... Also von der Kontrolle über die Karte her, wirklich von der schieren Kontrolle, von der Präsenz auf der Karte her, sind sie für britische Verhältnisse wirklich weit zurückgedrängt. Das sieht man auch daran, dass eben ihre ehemaligen Basissektoren hier verloren gegangen sind. Das ist schon nicht so ganz ohne. Ganz nette Bunkerposition hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Auch sehr offensiv. Wirklich, also er hält im Grunde hier eine konstante Position auf der linken Seite. Das ist schon ziemlich cool. Ja, auch hier immer wieder die Versuche hier lang zu gehen, wobei er hier... Auf der 3 übrigens auch keine Panzerschreck hat. Also ich nehme mal an, der Wolf wollte vielleicht zur Siegesmark oder sowas. Lustig auch, dass das im G niemand hat haben wollen. Ich weiß gar nicht, was aus der Pack geworden ist. Ich nehme an, er hat sie sich zurückgeklaut, wenn ich mir die hier so anschaue. Ja. 244 zu 444, das heißt genau 200 Tickets Vorteil für die Alliierten. Aber man sieht das jetzt hier, wie weit die Achsenmächte immer wieder vorstoßen, wie sie die Trucks bedrohen und wie sich die gesamte Stellung hier auf diesen Halbkreis hier unten beschränkt. Also es ist schon ein Verteidigungskampf, den die Briten hier führen. Noch eine 8-8 hier unten, gedeckt durch einen Bunker. Auf jeden Fall machbar. Aber was natürlich fehlt, ist die Artillerie. Das ist unstrittig. Deshalb auch seine Nachfrage bezüglich der 280er Raketensalve. Da hat er nämlich jetzt hier den anderen Baum zuerst genommen. Und deshalb ist Long auch absolut richtig. Das wird wirklich noch eine ganze Ecke dauern, bis er da drüben ist. Und das bedeutet, dass es irgendwie der Blitzspieler managen muss, hier an die Haubitzen ranzukommen. Auf Wolfese durchaus eine gewisse Kunst. Eine brachiale Methode wäre eventuell mit einem Half-Tracking-Versuch zu wagen. Könnte man auch tatsächlich versuchen. Noch hier wieder eine Pack-Decrude. Ja, und der Volksgrenadier, weiß ich gar nicht, was der da gewollt hat. Hat auch fast nur Infanterie, Wettinfanterie und die 88er eben. Ja, und hier schleicht er sich jetzt tatsächlich durch. Das ist auch etwas, was ich zum Beispiel so rein gar nicht kann, aber was sehr, sehr stark ist. Da auch mal mit
No Lucky Strike, ein nicht ganz ernst gemeintes Spiel, aka Granatentech als Reaktion auf die Stus, aber nichtsdestotrotz, wir haben es verloren gegen die. Wer waren das? Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Auf jeden Fall hatten die auch mit Blitz gespielt. Und einen ganz guten Erfolg erzielt, auch wenn wir keine Briten da waren. Also man kann da schon was rausholen. Ja, jetzt kann er natürlich hier, also es sind ja mittlerweile 3 Haubitzen. Und er kann eigentlich alle abräumen, wenn er es gut anstellt. Müsste sich jetzt halt auch enttarnen, das ist ja wichtig. Nächste Salve, genau. Nächste Haubitze weg, also 2 Haubitzen weggeräumt. Bisher ja schon jetzt ein großer Erfolg, dieser Angriff. Kommt jetzt noch hier das Ziel weg, also will nicht auf die andere Haubitze noch gehen und zieht sich dann auch zurück. Hat er ein bisschen daraus gelernt aus dem ersten Angriff da, der ja, was das angeht, eine ziemliche Katastrophe war. Hier könnte er jetzt reparieren, ja, beziehungsweise baut erst eine neue 8-8. Muss dann aber auch reparieren, damit der Bunker gedeckt ist. Hier kommt jetzt die Priest. Als Ersatz für die Haubitze. Natürlich eine sehr, sehr teure Einheit, was den Unterhalt angeht. Und hier fällt wieder der Stackhound rechtzeitig rein, um die 8-8 zu verhindern. Könnte jetzt auch den Bunker mal komplett abreißen. Langwieriges Geschäft, aber man sieht, es ist möglich. Also es ist auf jeden Fall ein Spiel, was mal ja, so ganz anders eigentlich ist. Gerade auch von der Seite der Briten her. Eine Feuerwalze in die Basis, da hat er eigentlich hier Glück, dass da nicht mehr passiert, weil wirklich reagiert hat er jetzt nicht. Hat einfach Glück gehabt, dass die Treffer richtig lagen, hätte er jetzt auch beide Grenzen hier verlieren können. Können ja auch gerade mal so den Briten drüber schalten und mal nachgucken und vielleicht auch gerade mal pausieren, dann stellen wir halt einfach fest, dass hier schon relativ viele Ressourcen da sind, beziehungsweise bis eben da war und ich nehme an, er hat irgendwas gekauft. Ja genau, er hat einfach mal 3 Stackhounds bestellt, weil er so viele Ressourcen hat. Tja, liegt natürlich auch daran, dass er nicht so wahnsinnig viel Infanterie haben, hat jetzt keinen Impfblub, den er unterhalten müsste und dementsprechend muss er nicht verstärken, hat also kaum ja, dauerhafte Kosten, dauerhafte Quellen für einen Manpower-Abfluss. Das macht sich natürlich ein bisschen bemerkbar. Sein Kollege, im Grunde ein ähnliches Bild, mittlerweile sogar relativ infanterielastig, allerdings ja die Offiziere, so ein bisschen unabhängig davon. Es wird auch sehr viel mit Overrepair gearbeitet hier. Jetzt auch ein Draht, um diese Schleichaktion da zu unterbinden. Warum auch nicht? Ganz gute Idee. Muss man halt aufpassen, dass da nicht hier sowas dann langfährt und diesen Draht dann direkt wieder unterbindet, über den Haufen fährt. Ja, und hier natürlich auch PopCap. Ist alle, deshalb umso wichtiger, dass hier erobert wird. Und nichtsdestotrotz recht defensiv, schauen wir nochmal bei Charger vielleicht rein und ja, da haben wir weiterhin die Infanterie, diese 3 Trupps von den Volksgrenadieren, ist noch einer am Leben, das MG liegt ja irgendwo hier unten oder lag zumindest, ach ja, das ist auch immer noch da, das mag keiner haben, für mich eigentlich auch nicht nachvollziehbar, warum der Brite sich das nicht holt, dass sie aufbaut und damit einfach die Flanke unten zumacht, sehr sehr stark das MG, selbst bei W2 immer noch gut zu gebrauchen. Aber okay, ja, und seine Packs hat er ja irgendwann mal alle verloren und so. Ja. Bleibt es halt bei der Infanterie. Gibt es doch mal Artilleriefeuer auf die Basis, ein bisschen spät, die Truppen stehen schon an der Seite hier. Und dann wieder zurück zu Interfekt Delirium. Der sehr, sehr viel Munition auf dem Konto hat, für einen Blitzspieler nicht ganz ungewöhnlich, der noch keinen Blitzkriegangriff oder keinen Manpower-Schub hat. Könnte natürlich trotzdem hingehen und sich entscheiden für einen Goliath, einen wunderschönen kleinen Goliath. Meine Lieblings-Sprengbombe und die einzige, die es im Spiel gibt. Und dann einfach mal irgendwas versuchen, in die Luft zu jagen. Oder eben auch hier mal parken, wenn er dann versucht, die Siegesmarke zurückzuerobern, dass man da ein bisschen Party feiert. Also das wäre schon denkbar. Kommen jetzt auch recht viele Repair-Bunker hier wahrscheinlich. Die entsprechende Munition ist ja wie gesagt ohne große Probleme verfügbar. Schiebt jetzt hier auch alles nach vorne. Pack kommt auch mit bei. Das wird dann vielleicht doch mal auch ein Stuka. Zumindest denkbar. Ich finde natürlich die Pack sehr wertvoll gegen die Stackhounds. Deshalb auch eine sehr gute Entscheidung, die mitzunehmen. Ich finde jetzt allerdings, dass das HT doch ein ganz klein bisschen offensiv ist. Zu offensiv.
Da hat es ganz schön geknallt. Das waren die, ja, die 17 Finder von den Fireflies. Könnte gut und gern sein, dass der Tiger jetzt hier stirbt bei der Aktion. Und er bleibt jetzt auch aus undefinierbaren Gründen stehen und das ist dann endgültig der Tod. Und das Half-Tag bleibt auch stehen. Kommt allerdings hier mit dem Leben davon. Die Stack-Count ist natürlich wirklich ein großes Problem für diese Spielweise. Aber die 8-8 unterstützt und dann geht das schon irgendwie. Dann sind die Scharfschützen mittlerweile an Kills. 20 und 21 und so 41. Das ist schon ganz manierlich. Und der hat das in Game mitgenommen. Yay, da sieht man auch direkt den positiven Effekt. Gefällt mir. Ja, und die MGs rausnehmen ist halt so eine Sache. Auf der einen Seite macht er sich dadurch das Leben ein bisschen einfacher, auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, dass der Brite mehr Popcap bekommt. Muss man sich also überlegen, was man da lieber haben möchte. Ja, und da gibt es mal wieder für die Pack auf den Sack. Und hier ein bisschen, ja. Das Problem bei so einer Feuerwalze ist halt, dass man vielfach das Gefühl hat, jetzt müsste sich irgendwie einfach zurückziehen. Dass man, genau, dass man davon weglaufen kann, nach vorne davon weglaufen kann. Tatsächlich muss man quasi in die Feuerwalze reinlaufen, weil da, wo sie schon mal hingeschossen hat, schießt sie dann nicht nochmal hin, beziehungsweise eben, ja, an einem Punkt, wo sie schon hingeschossen hat, besser gesagt. Das ist so die richtige Reaktion. Insofern gesehen, der Retreat hier eine gute, gute Sache. Genau, hier eben wieder der Bunker, um die 8-8 zu sichern. Kann man ganz gut mit Piats auch zerstören, braucht man allerdings dann schon 2-3 und mal mindestens einen Offizier. Einen Lieutenant, um genau zu sein. Das ist ja auch nicht mehr so ganz bei bester Gesundheit, der Kollege hier. Oh, das war, wenn ich es richtig sehe, ein Full-Unit-Kill. Ja, bei dem ganzen Artillerieaufkommen ist das nicht so ganz ungewöhnlich. Ja, und das HT. Hm. Was das jetzt hier möchte, das erschließt sich mir nicht so ganz. Also scheint niemand drin zu sein, der jetzt hier aussteigen könnte. Also eventuell wird er das Popcap freimachen. Hm. Das ist für mich jetzt die einzige Erklärung, die ein bisschen plausibel ist, eigentlich. Alles andere, ja. Versehen wäre auch noch denkbar. Ja, und die Scharfschützen, die leben hier ein bisschen gefährlich, direkt neben den Pionieren. Vorteil natürlich darin die Sichtweite für die 8-8, die auch hier ausgespielt wird. Ja, und da ist die 8-8 tatsächlich dann auch zerstört. Piats mit Lieutenant-Unterstützung. Ja, jetzt hier der Blitzkrieg-Angriff. Sind sie also in der Ecken schneller und feuerstärker. Oh, da hat er die Schreck dagelassen. Oh, und noch eine Schreck dagelassen. Hm. Ja, da ist natürlich ein bisschen auch das Problem an Doppelschreck. Andererseits zu gierig. Hm. Inwieweit das jetzt wehtun wird, muss man sehen. Es fehlen halt so ein bisschen die Offiziere, um das zu einer richtig bitterbösen Angelegenheit zu machen, aber es ist natürlich trotzdem unangenehm. Und sei es nur, weil man das Ding gerne selbst behalten hätte. Und das dürfte mal absolut unstrittig sein. Auf der anderen Seite ist er jetzt halt hier schon recht weit vorgekommen. Steht quasi hier in der britischen... Oh. Aua, aua. Ja, in der britischen Basis ist halt auch nichts, wenn man dann von den eigenen, ehemaligen eigenen Schrecks und... Oh. Da hat sich ein Scharfschütze dahin gerafft durch ein Maschinengewehrfeuer. Ich hätte zumindest einmal ein Health Package ausgeben können. Die Munition hat er ja gehabt. Ja, war da ein bisschen zu offensiv wirklich. Aber ja, das Problem ist,
einfach der Siegesmarkendruck. Das ist das große Problem, was die beiden hier in dem Spiel haben. Der Rest geht eigentlich. Was das jetzt getötet hat, ist die Frage. Ein Mann? 2, 3, 4, 5. Ah, sowas um den Dreh. Also so ein bisschen Infanterie. Nicht die Haubitze, nicht die Panzer. Natürlich ein bisschen schade. Aber die hat 8, leistet von da hinten auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, aber es stellt sich immer noch die Frage, wie gehen wir mit dem Siegesmarkenproblem um? Wir haben schon die eine Stück hier oben geparkt, der hat auch schon 37 Infanterie-Kills, aber die kann natürlich trotzdem nicht langfristig verhindern, dass jetzt hier immer wieder die Siegesmarke von den Briten gekappt wird. Und alles in allem haben sie es auch die Mehrheit der Zeit kontrolliert. Und ja, das ist natürlich eine einigermaßen unangenehme Sache. Ein bisschen komisch, dass sie die Priest hier geparkt hat. Ich hätte sie jetzt vielleicht hier durchgefahren und hier hinten hingestellt, dass er den Draht nicht kaputt fahren will. Okay, ist die eine Sache, aber hat ihm jetzt halt die Priest gekostet. Ah, dieses Mal ein HT mit Inhalt. Das bringt uns doch schon eine ganze Ecke weiter nach vorne. Führt in dem Fall zu dem Tod einer Haubitze. Womit die Artillerie der Briten zu diesem Zeitpunkt, wenn ich es richtig sehe, nicht mehr vorhanden ist. Ja, Blitznades. Eigentlich keine so eine tolle Sache für Stoßtruppen. Wirklich gut bei den Blitznades sind die Volkskanoniere, was einfach daran liegt, dass es mehr Trupps gibt. Nicht mehr Trupps, mehr Mann im Trupp gibt, die dann wirklich Granaten werfen können. Man sieht das hier, das ist sehr wenig und sehr langsam, spät hintereinander. Also Blitznades werfen, das ist nicht die Stärke der Stoßtruppen. Hat doch nicht ganz unrecht, der Endeffekt Delirium. Die würden ja nochmal viel mehr Spaß haben, wenn sie Artillerie mit hätten. Das war Wahnsinn, wie oft der bleibt hier einfach nur stehen. Aber irgendwie machen die Briten auch nicht so recht Schaden. Liegt natürlich auch daran, dass hier nur ein Trupp ist, der wirklich böse dafür ausgerüstet ist. Aber das war jetzt schon ein sehr erfolgreicher Angriff. Ist einiges kaputt gegangen, Graben aufgelöst, den Vett 2 Kommandopanzer, den Firefly. Also das war schmerzhaftest. Und dabei nur unbedeutende Verluste. Man sieht das jetzt auch, wie sie hier immer weiter unter Druck geraten, wie dann auch hier jetzt zum ersten Mal seit überhaupt die Kontrolle über die Siegesmarke, zumindest für den Moment, relativ eindeutig in der Hand der Achsenmächte ist. Das ist schon wieder der Tigertote Arzt da ein bisschen mit. Na gut, aber da relativiert sich das Ganze auch schon wieder. Aber der Druck, der ist trotzdem immer noch da und der Bereich hier, den die Briten wirklich kontrollieren, der wird meiner Meinung nach kleiner. Das Problem ist halt immer, es reicht dann irgendwie noch für die Siegesmarke. Und da ist dann halt immer die Gefahr, dass sie, ja, obwohl sie so hinten drin stehen, das Ganze dann trotzdem noch mit nach Hause nehmen, das Spiel. Wäre ein bisschen ärgerlich. Eine beeindruckende Phalanx am Bunker mittlerweile entstanden. Nicht schlecht. Ja, hier wieder die Piats, dieses Mal nicht ganz so erfolgreich, wie es aussieht, haben auch ihren Offizier vergessen. 44 Infanterie-Kills, absolute Hammer. Autsch. Ja, das war schmerzhaft. Was war denn das? War das die Stube? Muss wohl. Kommt ein neuer Tiger. Die tun sich ein bisschen schwer mit der 88er hier. Wird wohl nichts mehr werden, wenn er jetzt noch eine Granate vielleicht fliegt. Die würden ganz gut stehen hier. Die drei Mann stehen sehr dicht zusammen. Naja, braucht er gar nicht mal mehr. Ah, oh, anscheinend tut das MG doch ein bisschen seinen Job. Hält ihn hier davon ab, reinzurennen. Liegt halt auch ein bisschen daran, wie er spielt. Ja, und das liegt natürlich auch daran, dass hier noch ein zweites MG da war. Jetzt nochmal eine Raketensalve hier rein. Und da kommt gerade der Lieutenant an. Und. Überlebt das.
Okay, also das war mal beeindruckend ineffizient. Also keinen einzigen Four-Unit-Kill ist dabei rausgekommen. Das ist krass. War echt sehr schwach. Aber gut, das ist dann halt so. Ja, man sieht's, ne? Man schiebt sich hier immer weiter vor. Der Grabenkrieg verschiebt sich ein bisschen zu Ungunsten der Briten. Jetzt, genau, eine Bande. Wow, 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 wow. Aua, aua und nochmal aua. Da schmeißen sie die Waffen schon über den Grabenrand. Dann muss er natürlich abreißen. Und wenn der Deutsche hier den Graben bekommt, das ist wirklich eine Katastrophe. Und es sieht jetzt schon nicht so wahnsinnig toll aus. Oh, dann muss er zurück mit dem Trupp hier. Ah, wird schon eng. Hat er eigentlich schon Glück dabei, dass da nichts Schlimmeres passiert. Aber na, das Problem bleibt bestehend. Und die einzige Möglichkeit, das hier zu gewinnen, ist über die Siegesmarken, das irgendwie noch nach Hause zu retten. Wie auch immer das funktionieren soll. Denn mittlerweile schwindet die Kampfkraft einfach zusehends dahin. Oh. So viel dann zur Reparatur. Der Tiger setzt hier sehr schön nach, holt sich dann den Firefly raus aus dieser Abteilung da. Und die britischen Einheiten werden einfach weniger, weniger und immer weniger. Die Kampfkraft schwindet immer weiter dahin. Und es sieht einfach danach aus, als würden sie das nicht über die Zeit retten können. Haben sie denn eigentlich nochmal irgendwie Artillerie gebracht? Irgendjemand? Nö, war nicht so wirklich. Ah, hier ist nochmal eine britische Artillerie, ja. Aber die Deutschen sind tatsächlich komplett ohne ausgekommen. Aber man sieht das einfach gegen die Wehr-3-Infanterie. Wenn man nur einen Offizier hat und man keinen Wett hat, dann funktioniert das einfach nicht mehr in der Form. Ja, und jetzt sieht es aus, als würde es hier zum letzten Kampf kommen. Zwischen den beiden HQs hier versammeln sich die Reste der britischen Armee. Panzer sind eigentlich bis auf den Stickhound keine mehr da. Es sind ein paar Reste an Infanterie und das dürfte es jetzt eigentlich so langsam gewesen sein. Ich denke nicht, dass die Briten aus der Nummer nochmal irgendwie rauskommen. Es ist einfach zu viel, was sie dabei verloren haben. Und ich würde tatsächlich einfach mal in den Raum stellen, dass die Deutschen an dem Spiel mehr abused haben als die Briten, die eigentlich keine wirklich bösen, gemeinen Sachen gespielt haben. Stattdessen auf deutscher Seite sofort Hardcore-Sniper-Spam. Wobei man sagen muss, dass er immerhin kein Wett dafür ausgegeben hat, dafür aber alles andere, was unangenehm ist. Wett, Infanterie, Stuß mit Wett, also es war schon eine harte Nummer, was die Deutschen hier gebracht haben. Hm. Könnt ihr ja mal schreiben, was ihr dazu meint. Aus GG ist das schon gekommen, das heißt hier jetzt die letzten Minuten, da sterben noch die letzten britischen Einheiten. Und dann ist es dann auch jeden Moment hier vorbei. Gut 45 Minuten hat der ganze Spaß gedauert und wir haben ein ziemlich anderes Spiel gesehen von Seiten der Briten, würde ich mal sagen. Und eben meiner Ansicht nach kein böses, abusendes Spiel. In diesem Sinne, lasst mich wissen, was ihr dazu meint. Wenn euch es gefallen hat, natürlich immer gerne einen Daumen hoch, kommentieren und so weiter. Das ist immer ganz nett, wenn ihr mir da was zurückgebt. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr wollt. Ciao, ciao.